Hallo, ich habe euch heute ein leckeres Rezept von einem Kaiserschmarrn mitgebracht, der im Ofen ausgebacken wird. Wir haben das Rezept mal aus dem Urlaub mitgebracht und sind seitdem sehr begeistert davon. Gerade in der kalten Jahreszeit schmeckt es uns am besten. Das Rezept kommt nach dem Intro. Die Zutaten sind 3 Eier, ein Päckchen Vanillezucker, 30 Gramm Puderzucker, eine Prise Salz, 125 Milliliter Milch und 60 Gramm Mehl für den Teig. Des Weiteren brauche ich noch 20 Gramm Butter für die Pfanne und 30 Gramm Rosinen, eine Stunde vorher eingelegt, in Weißwein. Ihr könnt alternativ natürlich auch Rum nehmen. So, die Eier werden getrennt. Weil das Eiweiß gesondert steif geschlagen wird. So, wir beginnen mit dem Eigelb steif schlagen. Masse ist schon schön schaumig geworden, sieht schon gut aus. Jetzt geht es weiter mit dem Eiweißschlagen. Die Masse lassen wir in der Zwischenzeit etwas ruhen. Die Schneebesen werden unter Wasser nochmal gesäubert, dass der Eischnee schön fest wird. So, der Eischnee ist fest und kann jetzt unter die Masse gerührt werden.
können dann auch schon mal den Backofen vorheizen. So, auf 180 Grad vorheizen. So, dann geht's los mit dem Backen. Wir können schon mal die Butter schmelzen und die Rosinen abgießen. So, die Butter ist schon leicht gebräunt. Jetzt kommt noch ein Teelöffel Zucker hinein, sodass es leicht karamellisiert. So, die Kaiserschmarrnmasse kommt dazu. So, wir lassen es leicht anbacken und können schon die Rosinen darauf verteilen. Eventuell die Temperatur ein bisschen zurückdrehen. Der Kaiserschmarrn ist leicht angebacken in der Pfanne für ein paar Minuten und kommt jetzt bei 180 Grad ungefähr 10 Minuten in den Backofen. So, der Kaiserschmarrn hat eine gewisse Bräunung erreicht. Bitte beim Rausholen den Topflappen nicht vergessen oder den Handschuh. Ich streue noch etwas Zucker darüber. Danach kommt der Winzerschmarrn noch mal ein paar Minuten in den Ofen, damit er außen schön knusprig wird und innen schön locker bleibt. Sieht sehr gut aus. Und wieder hinein, so für ein paar Minütchen. Werden wir mal etwas zerrupfen und mit Puderzucker bestreuen. So, da werden wir doch gleich mal probieren, ob er schmeckt. Und wie schmeckt es dir? Super, so lecker wie immer. Total gut gelungen.